Von da hinten wird das Schiff kommen, sagt Michael, aber wann, das weiß man nicht genau. Der Hafen von Dobo soll einmal ein wichtiger Handelsplatz gewesen sein. Das merkt man nicht mehr so recht. Dobo liegt auf den Aru-Inseln, die gehören zur Gruppe der Molukken. Und wer auf der Welt weiß schon, wo die zu finden sind. Das Schiff, sagt er, ist nie pünktlich. Gewürze, tropenblaue Wasser, Bilderbuchstrände. Wir sind im fernsten Osten der indonesischen Inselwelt. Man kann es kaum glauben, aber dies ist einer der wichtigsten Schauplätze der Weltgeschichte. Diese unscheinbare Frucht prägte das Schicksal ganzer Völker in Europa und in Asien. Schulkinder auf dem Heimweg bestimmen am Nachmittag das Straßenbild. An den Gesichtern lässt sich die ethnische Mischung der Insel hier ablesen. Papua ist nicht weit. 90% der Bewohner sind übrigens Christen. Fischerei ist ein wichtiger Erwerbszweig, Industrie gibt es nicht. Die Molukken, das sind ja nur ein paar kleine Inseln in den Weiten des Pazifik. Morgen soll der Dampfer einlaufen, der uns ins Zentrum der Molukken bringen soll, auf der Suche nach einer Insel, die einst als so wertvoll galt wie Manhattan im New York City von heute. Später mehr davon. Pünktlicher als gedacht erscheint sie am Horizont, die Kilimutu, eins der großen Passagierdampfer von Pelni, der staatlichen Schifffahrtsgesellschaft von Indonesien. Nur zweimal im Monat kommt ein Pelni-Schiff nach Dobo. Die Ankunft ist ein großes Ereignis für die ganze Insel. Am Pier haben Händlerinnen ihre Waren ausgebreitet. Fisch, Reis, Früchte, Wegzehrung für die Reisenden. Sarah sollte eigentlich in der Schule sein, aber eine Schiffsankunft will sie sich nicht entgehen lassen. Yunus Kasatem verlässt Dobo wahrscheinlich für immer. Mit ihm reisen seine Kinder, Geschwister, Nichten und Neffen. Yunus wandert aus auf der Kilimutu. Auf Batam, der indonesischen Insel bei Singapur, hat er einen Job als Sozialarbeiter gefunden, sagt er. Hier in Dobo gibt es doch keine Arbeit. Ich gehe mit meinem Bruder, sagt Anchi, 14 Jahre alt. Auf Batam sind die Schulen besser. Kilimutu macht fest, schnell an Bord wollen die Gepäckträger. Wer früh dort ist, hat die beste Kundschaft. Gerangel auf der Gangway, die Lastenträger drängeln als Erste aufs Boot. Die Händlerinnen dürfen noch nicht. Einige hundert Menschen strömen von Bord, Heimkehrer von fernen Inseln.
Aber die meisten Passagiere bleiben auf dem Schiff, wollen weiter in den Norden des Molukken-Archipels. Der Name einer deutschen Werft auf der Jacke des Pelni-Managers macht stutzig. Frage, mit wie vielen Passagieren werden Sie auslaufen? 1000, sagt er. Man sollte das glauben, es sieht nicht so aus. Geduldig schiebt sich die Masse der Reisenden zu den Gangways vor. Denkt ans Essen unterwegs, rufen die Händlerinnen und preisen ihren Bratfisch an. Das gehört zu jedem Reiseerlebnis überall in Indonesien. Gedrängel, Menschenmassen und der Geruch scharfer Speisen. Unsere Filmausrüstung geht an Bord. Die Träger sind durchaus verlässlich und sie finden sich zurecht im Chaos des Einsteigens. Für uns beginnt ein Abenteuer und eine Zeitreise in jene lang zurückliegende Epoche, in der sich Europa und Asien erstmals intensiv begegneten. Das geschah hier, in den Molukken. Es wird schnell dunkel, die Abfahrt verspätet sich mehr und mehr, denn noch immer strömen neue Passagiere heran. Yunus Kasatem, der Auswanderer, hat es geschafft, sicher an Bord zu sein, aber er wird erschöpft. Da mischen sich wohl Spannung und Stress, vielleicht auch Trauer um den Verlust der Heimat. So viele Schicksale vereint auf einer Seereise. Yunus' kleine Schwester hat im Gewühl ihre Familie verloren. Ein Schiffsoffizier kann helfen. Ein Mädchen fällt uns auf, weil sie so traurig dreinschaut. Unsere Dolmetscherin spricht sie an. Ich fahre zwei Inseln weiter, sagt sie. Mein Opa ist gestorben. Ich muss der Großmutter helfen, aber ich wäre lieber zu Hause. Sie lacht, dann aber kommen die Tränen. Als die Kilimuto ablegt, wird klar, das Schiff ist mit Passagieren völlig überladen. Kleiner Rückblick auf die Insel, die wir gerade verlassen. Nicht weit von Dobo, so hat man uns dort erzählt, soll es ein altes europäisches Fort geben. Gleich hinter diesem Strand, das wollen wir sehen. Die Kinder kennen das vor. Wir machen eine kleine Expedition ins Gebüsch und fühlen uns wie Forscher. Um das Jahr 1512 kamen die ersten Europäer in indonesische Gewässer. Portugiesische Händler errichteten Handelsplätze und kleine Festungen. Hier finden wir tatsächlich ein altes Gemäuer von Tropenpflanzen überwuchert. Vergessene Überreste aus der Zeit der großen Entdeckungen. Portugal fand den Seeweg nach Indien
Und damit begann das Zeitalter der europäischen Kolonisation Asiens. Wer hat dieses Fort errichtet? Reiseführer nennen es einen Bau der Holländer, aber Dorfchef Abdul Ghani sagt, es sei eine portugiesische Ruine, erst später von Holländern besetzt. Besonders ausgeprägt ist das historische Interesse hier nicht, aber unwahrscheinlich ist die Theorie des Dorfchefs nicht. Um das Jahr 1600 kamen holländische Eroberer hierher in den tiefsten Osten des indonesischen Archipels. Sie verjagten die Portugiesen und errichteten ihr Kolonialreich in Asien. Wir fragen weiter, Portugal oder Holland? Keine Ahnung, sagen die Männer, wir waren da noch nicht geboren. Frau Rohani und Ehemann Mohammed sind sich dagegen sicher, portugiesisch. Sie gräbt Kassava aus, Frau Rohani nutzt den Innenhof des alten Forts als Acker. Woher, fragt Dolmetscherin Jeni, weiß sie, dass dies ein portugiesisches Fort ist? Mein Großvater hat es mir erzählt, sagt sie. Ein Brunnen versorgt den Ort mit Wasser. Nicht salzig, erstaunlich, so nah am Strand. Der Brunnen war schon hier, sagt sie, bevor die Portugiesen kamen. Aber woher will sie das wissen? Nach kurzer Nachtfahrt der erste Zwischenstopp Tual, Hauptort der Kay-Inseln. Auf dem Pier im ersten Morgenlicht das übliche Gedränge und Gewühl, aussteigen, einsteigen, beladen mit Koffern, Kisten und Kartons mit Einkäufen von fernen Inseln. Die Schiffe der staatlichen Firma Pelni sind praktisch die einzige reguläre Verbindung zwischen den Inseln und den urbanen Zentren Indonesiens. Hier und da gibt es nicht sehr zuverlässige Flugverbindungen, aber die sind für die meisten Menschen hier zu teuer. Darum der gewaltige Andrang in den Häfen, darum sind die gelben Dampfer so wichtig für das Land der 18.000 Inseln. Kapitän Usman Mohammed Tang, Spross des indonesischen Seefahrervolkes der Bugis, beim Ablegemanöver. Die Kilimutu, benannt nach einem indonesischen Vulkan, ist 30 Jahre alt. Das 100 Meter lange Schiff wurde, wie praktisch alle Pelni-Boote, in Deutschland gebaut, auf der Meyerwerft in Papenburg. Auf der Suche nach unserer Auswandererfamilie auf den unteren Decks der Kilimutu. Hier gibt es Pritschen für knapp 800 Passagiere der dritten Klasse. Die sanitären Einrichtungen sind relativ sauber, obwohl das Schiff hoffnungslos überfüllt ist. Drei Nächte und drei Tage werden unsere Auswanderer aus Dobo hier unterwegs sein, bis nach Ambon, der größten Stadt der Molukken. Dort wollen sie mit einem Billigflieger weiterreisen. Das Schiff ist ziemlich voll, sagt Yunus Kasatem, aber was sollen wir machen? Wir sind 10 Leute, wir können uns nichts anderes leisten. Und wir verlassen Dobo, weil wir auf ein besseres Leben hoffen, sagt er.
Ja, es ist heiß hier unten, sagt Antje, zum ersten Mal in ihrem Leben auf Reisen, aber mir, sagt sie, gefällt es. Indonesien ist der größte Inselstaat der Welt. Die Ausdehnung von West nach Ost über 5000 Kilometer. Hier im tiefen Osten ist die Kilimutu das einzige große Schiff, weit und breit. Gemessen an der Bevölkerung ist Indonesien das viertgrößte Land der Welt mit über 250 Millionen Menschen. Offiziell gibt es 360 verschiedene Völker in diesem Staat, dessen Aufgabe im Gewirr der Vielfalt eine Art Ordnung zu halten. Es ist wirklich nicht ganz einfach, sich auf diesem Schiff zu bewegen. Man soll ja nicht auf die Matten treten, das gebietet die Höflichkeit, weil das ist ja das Wohnzimmer und Schlafzimmer der Menschen. Also gebietet bisweilen die Höflichkeit, sich die Schuhe auszuziehen und dann über die Matten zu steigen und Permissi zu sagen. Entschuldigen Sie, Permissi, Permissi, ja. Die Kilimutu verkehrt regelmäßig zwischen Merauke in West-Papua über die Molukken und Sulawesi nach Surabaya auf Java und zurück. Pro Strecke 14 Häfen, knapp 3000 Seemeilen, 4 Wochen Fahrt. Auf der Brücke erfahren wir, warum das Schiff so voll ist. Normalerweise verkehrt auf der Strecke ein zweites Pelni-Boot, das aber ist gerade im Dock. Ja, lacht Kapitän Tang, wir sind für 1000 Leute ausgelegt, jetzt sind doppelt so viele an Bord. Was sollen wir machen? Die Menschen müssen reisen und es gibt keine Alternative. Aber, sagt er, kein Problem, dies ist ein deutsches Schiff, das kann das ab. Abendessen-Ausgabe in der Bordküche für die dritte Klasse. In den Tickets sind 3 Mahlzeiten pro Tag enthalten. Eine Reise über zum Beispiel 700 Meilen, 3 Tage und 3 Nächte, kostet in der Class Economy umgerechnet rund 20 Euro pro Person. In der Doppelkabine der ersten Klasse zahlt man für die gleiche Strecke umgerechnet 76 Euro samt Verpflegung im komfortableren Restaurant. Wieder geht ein Reisetag zur Neige. Kein einziges Schiff ist uns in den letzten 12 Stunden begegnet. Die Passagiere wirken müde und nachdenklich. Auf dem Achterdeck wird gesungen, fröhlich, aber auch mit einem Schatten von Melancholie. Wieder lagern die Schläfer auf den Außendecks und in den Gängen. Zum Reisen in diesem Teil Indonesiens braucht man vor allem Geduld. Die Kilimutu läuft in den Hafen von Bandanera. Dies ist der Hauptort der Bandas, den historischen Gewürzinseln. In deren Besitz wurden Kriege geführt und unbeschreibliche Bluttaten begangen aus rücksichtsloser Geldgier. Wo die Kilimutu festmacht, wurden vor 500 Jahren schon Frachtschiffe nach Europa beladen.
portugiesische Karavellen, britische Galeonen, holländische Fleuten. Dieser heute eher unbedeutende Provinzhafen ist die nächste Etappe unserer Zeitreise zu den Gewürzinseln im tiefen Osten der indonesischen Inselwelt. Was machte sie einst, wollen wir wissen, zur Quelle unvorstellbarer Reichtümer in Europa? Mandanera, das ist eine verschlafene Kleinstadt mit 6000 Einwohnern. Nur wenige Ausländer verschlägt es hierher. Die Anreise ist unbequem und zeitraubend. Aber dies war einst die lukrativste Überseebesitzung der Niederlande. Die Herrschaft über die Gewürzinseln und den Gewürzhandel war die Triebfeder der europäischen Entdeckungsreisen nach Asien und der Gründung der holländischen Kolonie Indonesien. Über der Stadt thront eine holländische Festung. Und zwischen Kolonialbauten rostet die Büste holländischer Royalty. Aber die Eroberung der Gewürzinseln geschah im Auftrag einer privaten Gesellschaft, der niederländischen Ostindien-Kompanie. Und die war nicht zimperlich. Aida Kubangung führt ihren Sohn durch die einst prächtige Wohnsiedlung reicher Holländer zum Museum von Bandanera. Vor einem ziemlich drastischen Gemälde erzählt sie von einem furchtbaren Massaker, das einst die Holländer an ihren Vorfahren verübt haben. 1621 ließ die Ostindische Kompanie 44 Adelige der Banda-Inseln öffentlich köpfen. Japanische Söldner führten das Schwert. Auch die meisten anderen Bewohner der Banda-Inseln wurden getötet oder als Sklaven verkauft. Das sagt sie. Kann ich nicht vergessen, nicht verzeihen. Und für diesen Mann hat sie geradezu Hass. Jan Peterson Cohn, damals Generalgouverneur der Ostindischen Kompanie. Cohn ist seit bald 400 Jahren tot, aber sie hält die Erinnerung wach. Sie unterrichtet Geschichte an der Universität von Ambon. Hier, sagt sie, begann das Zeitalter der Kolonisation, weil die Ausländer unsere Gewürze haben wollten. Holland machte die Banda-Inseln und später ganz Indonesien zu seiner Kolonie, weil es sich das Monopol auf den Handel mit Gewürzen sichern wollte. Holländische Pflanzer bekamen Plantagen zugeteilt. Dafür hatten sie die Gewürze zu Festpreisen an die Ostindische Kompanie zu verkaufen. Wir sind auf der Suche nach dem letzten Nachkommen jener holländischen Pflanzer. Auf der Nachbarinsel Mandabazar soll er leben. Canari heißt diese mandelartige Nuss. Sie wächst auf oft viele hundert Jahre alten Bäumen, einst von Holländern gepflanzt, als Schattenspender für die Gewürzplantagen. Ein Nebeneinkommen, sagt sie. Wir dürfen die Nüsse sammeln und verkaufen. Sie sind frei für jedermann. Das war schon zu Kolonialzeiten so. Die Plantage liegt im Schatten der Mandeln tragenden Kanadi-Baumriesen. Hier treffen wir Ponky van den Brugge, den letzten Nachkommen der Percaniers, der holländischen Pflanzer. An den Bäumen die Muskatfrucht. An einem Muskatbaum wachsen Blüten, Knospen und Früchte gleichzeitig. Alle 3 Monate kann man ernten. Ja, sagt er, wegen dieser Frucht kamen die Europäer hierher, meine Vorfahren. Ponky van den Brugge zeigt uns, wie Muskat geerntet wird. Muskat galt im Mittelalter als Heilmittel gegen die Pest. Darum war das Gewürz so begehrt, buchstäblich so teuer wie Gold. Das galt auch für Pfeffer. Nelken, Zimt, Vanille waren begehrt und all diese Gewürze kamen aus Asien. In der Frucht sitzt die Muskatnuss, reif zur Ernte, sagt er. Jahrhundertelang kamen die Gewürze über Land nach Venedig, durch arabische Wüsten, islamisches Gebiet. Dieser Gewürzhandel machte die muslimischen Kalifen und die venezianischen Händler reich. Das änderte sich mit der Entdeckung des Seeweges nach Asien.
erst Portugal, dann Holland, übernahmen den Gewürzhandel. Muskat zum Beispiel wuchs nur hier auf den Molukken. Das Handelsmonopol sicherte gewaltige Profite. This picture you have to explain. Who is this? This is my great-grandfather, yeah. In Bonkis Haus, die Kopie eines berühmten Gemäldes. Peter van den Broecke, gemalt von Franz Hals im 17. Jahrhundert. Mein Vorfahr, sagt Bonki, ein Paulus van den Broecke, war einer der ersten Perkaniers auf Ai, der Nachbarinsel. Bonki van den Broeckes Hauptgeschäft ist noch immer Muskat in der 13. Generation, sagt er. Besonders gewinnbringend ist die Aufzucht von Setzlingen der Muskatbäume. Die staatliche Forstverwaltung kauft sie auf für neue Plantagen. Nach der Unabhängigkeit Indonesiens von Holland wurden die privaten Gewürzplantagen verstaatlicht. Nur Bonki van den Broecke konnte nach langen Prozessen den ererbten Besitz für sich sichern. Das Pflanzerhaus hier, sagt er, wurde 1728 gebaut. 1999 hat ein tobender Mob alles niedergebrannt. So this all burnt in 1999 war das Jahr der gewaltsamen Zusammenstöße zwischen Christen und Moslems auf den Molukken. Aber bei mir, sagt er, ging es nicht um Religion. Der Mob war nur neidisch auf unseren Besitz. Hier auf dem Hof haben sie meine Frau und meine Kinder erschlagen, vor meinen Augen. Blutig bis in die Gegenwart ist die Geschichte der Gewürzinseln. Dennoch sagt er, dies ist mein Paradies. My paradise. Bonki van den Broeckes Mutter war Javanerin. Viele seiner holländischen Vorfahren hatten einheimische Frauen. Aber er ist nach wie vor stolz auf seinen niederländischen Namen. Seine in Kisten verpackten Setzlinge werden in Bandanera von Agenten aufgekauft und weiter verschifft. Der Export von Muskatsetzlingen brachte einst den wirtschaftlichen Ruin der holländischen Pflanze auf den Banda-Inseln. Später mehr davon. Wir crossen hier, fahren rüber bis nach Pulahotta. Guido Weißenfeld aus Gummersbach ist Tauchlehrer auf Bandanera. Die Bandas sind ein Geheimtipp der internationalen Tauchergemeinde. Sehr, sehr, sehr gesundes Korallenriff. Seit 2,5 Jahren betreibt der ehemalige Dachdecker aus Deutschland eine Umweltstiftung und eine Tauchschule auf Bandanera. Wir fahren vorbei am alten holländischen Fort. Was hat Guido Weißenfeld ausgerechnet hierher verschlagen? Ich bin seit vielen Jahren in Asien unterwegs. Wie der Leben so spielt, kommt von einem Platz zum nächsten. Und dann irgendwann endet man an einem Platz, den man selber nicht erwartet hätte. Aber es ist eines der letzten Paradiese im Osten Indonesiens. Ich habe mein Einkommen hier, wo man sicherlich nicht reich mit wird. Aber wenn man sich so einen Platz zum Leben aussucht, ist es auch nicht eine Frage von Reichtum, sondern von Lifestyle und ein angenehmer Lebensstil. Problem, dass einfach wahnsinnig viel Plastik einfach nur ins Meer geht. Glücklicherweise sind die Riffe hier noch recht verschont dabei, aber sobald man eher in Buchten kommt, wo sich Müll fängt, wird auch da, man sieht einfach, Plastik deckt Korallen ab, die Korallen bleichen aus und sterben. Wir versuchen immer wieder in Schulen zu gehen, Unterricht zu geben und den Leuten zu erklären, wie wichtig es ist, einfach, dass da mehr Sorgfalt gegeben wird. Pulau Hatta heißt die Insel, vor der wir tauchen werden. Hier ist das Wasser klar und die Korallen nahe beim Strand noch gesund. Okay. 400 Jahre nach den europäischen Raubzügen sind die Banda-Inseln heute weit weg von internationalen Interessen, attraktiv durch ihre isolierte Lage tief im Osten Indonesiens.
Und? Super. Oh, sehr schön. Oder wunderschön. Der Strand von Pulau Hatta ist nahezu unberührt. Nur ein Dorf gibt es auf der Insel. Fischer leben hier. Die holländischen Kolonialherren nannten das Eiland Rosengein. Aber sonst hatten sie kein Interesse daran, denn hier wuchsen keine Gewürze. Picknick am Strand für unsere Tauchergruppe. Die beiden jungen Schweizer werden hier bleiben für 2 Wochen in diesem sauberen Gästehaus, Ferien in der Tropenidylle. Invasion auf Banda Neira. Studenten der Patimura-Universität der Molukken in Ambon beim Ausflug in die Vergangenheit. Die angehenden Geschichtslehrer stürmen das kleine Museum. Frage, wer ist das auf dem Bild? Rencia Patinaya guckt auf die Inschrift, dann weiß sie es. Der holländische Gouverneur, sagt sie, der die Ermordung der Bürger von Banda befohlen hat. Von dem Massaker vor 400 Jahren haben alle schon gehört. Hier kann man sehen, sagt sie, was Jan Pieterszoon Koon getan hat. Die frühen, später oft wiederholten Sünden kolonialer Herrschaft, hier sind sie nicht vergessen. Im historischen Panoptikum von Banda, britische Krieger, auch die spielten hier einst eine Rolle. Fotografierwut bricht aus, auch wir bleiben nicht verschont. Die angehenden Historiker besichtigen Fort Nassau. Um 1515 bauten die Portugiesen hier die ersten Befestigungen. Auf deren Fundament errichteten die Holländer 1608 ihre Zwingburg zur Beherrschung der Insel und des Muskathandels. Nicht weit von den alten Mauern eine moderne Gedenkstätte für die vor 400 Jahren von Gouverneur Koon ermordeten Adeligen von Banda. Die Morde der Holländer waren Unrecht an den Opfern, sagt Randy Tanate. Dies Denkmal gemahnt an den Kampf um Menschenrechte. Fort Belgica, 1611, von Holland erbaut gegen die wachsende britische Präsenz bei den Gewürzinseln. Zusammen mit dem Vulkan Gunung Api, dem Feuerberg, thront es hoch über der Stadt. Ein lokales Orchester begrüßt die Studenten und die örtliche Trachtengruppe präsentiert eine getanzte Version der Ernte von Muskatnuss, der Schicksalsfrucht der Banda-Inseln. Muskat konnte einst nur hier geerntet werden. Das wurde zum Fluch für die Bewohner der Inseln. Von den europäischen Eroberern wurden sie erschlagen und vertrieben. Das Geschäft mit dem Gewürz machte nur die Kolonialherren reich. Trotz Fotografierspaß und Selfie-Time mit den Besuchern bleibt Bitternis vor der historischen Kulisse. Die Menschen auf den Molukken empfinden die Kolonialgeschichte als schmerzhaft, sagt der Universitätsdozent John Batiasina. Die Holländer sollten sich endlich einmal offiziell bei uns entschuldigen. Noch vor 40 Jahren machten Molukker mit Terrorakten in den Niederlanden von sich reden, weil sie sich von der einstigen Kolonialmacht vernachlässigt fühlten. Die Usaha Setia ist längst nicht so alt, wie sie aussieht. Das Boot wurde erst vor 5 Jahren auf Banda Neira gebaut, für den Transport von Ölfässern zwischen den Molukkeninseln. Wir haben sie gechartert und wir sind unterwegs zu 2 Nachbarinseln, vorbei am Feuerberg
geht's über die blauen Wasser. Und schon auf halbem Wege gibt's Probleme. Die nächste Insel ist keine 10 Kilometer weit weg, doch wegen widriger Monsunwinde konnten sie einst Segelschiffe von Banda Neira aus nur schwer erreichen. Geht es uns heute ebenso, wegen Motorschaden? Aber unsere Skipper sind Meister der Improvisation. Wir sind unterwegs zur Insel Ai. Die hielten einst zum Ärger der Holländer auf Banda Neira ausgerechnet die Briten besetzt. Die machten ebenfalls Geschäfte mit Muskat, störten das holländische Monopol und bauten ihrerseits ein Fort auf ihrer Insel. Dies aber eroberten nach einem Jahr blutiger Kämpfe die Holländer und nannten es Fort Revenge, Racheburg. Ein Krieg um den Profit des Gewürzhandels. Yusuf Maja zeigt uns das frühere Gefängnis in den Kasematten. Er ist 66 Jahre alt, kann sich noch erinnern, wie das Fort in seiner Jugend aussah. Bevor Erdbeben die Mauern anknacksten und die Asche des Vulkans Gunung Api immer wieder hereinbrach, sagt er, war alles noch in Ordnung. Could you come inside? Ja, kadang-kadang datang ke sini. Erst um 1955 herum, sagte, begann der Verfall. Das Fort erinnert an die holländisch-britische Rivalität in diesen fernen Gewässern. Die Racheburg war ein Symbol der Überlegenheit der Niederländer. Aber am Ende zogen sie den Kürzeren im Geschäft mit dem Muskat, der hier in der Sonne trocknet. Wir werden es noch hören. Yusuf Maja führt uns zu einer anderen Ruine aus den Zeiten des Muskatbooms. Belveren heißt das Haus, Wohlstand und Gedeihen. Und so finden wir zufällig das Stammhaus der Familie van den Brugge, dessen letzter Spross noch immer Muskat anbaut. Paulus van den Brugge war einer der ersten holländischen Pflanzer, sein Nachfahre heute der letzte. Nach der Unabhängigkeit Indonesiens hatten die holländischen Besitzer das Haus verlassen. Danach wohnte darin lange der Verwalter der verstaatlichten Plantagen, sagte. Bis 1980 war es völlig in Ordnung. Es ist wohl in einem Sturm kaputt gegangen. Der Traum vom Wohlstand in den Tropen ausgeträumt. Wir fahren eine Insel weiter, die heißt Run. Und von hier ließen sich die Briten noch schwerer vertreiben. Am Ende einigten sich die beiden europäischen Mächte auf einen Vertrag. Herr Utarahi Idris war einmal Dorfchef auf Run und er kennt die alte Geschichte. Es beginnt zu regnen, wir flüchten in die Kajüte und er erzählt, was er in der Schule einst gelernt hat. Mit einem Vertrag von 1667 bekam Holland Run zugesprochen. Die Briten übernahmen dafür eine Insel aus niederländischem Besitz, Manhattan. War das ein gutes Geschäft für die Holländer? Da kann er nur lachen. Dieses Eiland galt einst als ebenso wertvoll wie die Insel, auf der heute die Wolkenkratzer von New York City stehen. So lukrativ war bis ins 18. Jahrhundert hinein der Gewürzhandel. Heute leben hier ein paar hundert Menschen. Noch werden Muskat und Nelken angebaut, aber nachdem sich die Briten Manhattan gesichert hatten, ruinierten sie geschickt Hollands Gewürzmonopol und damit versanken Run und die anderen Gewürzinseln in wirtschaftliche Bedeutungslosigkeit. Ihre Zeit ging zu Ende. Das Gästehaus Manhattan weckt noch vage Erinnerungen an große Zeiten. In der Küche Muskatnüsse. Die Frucht wuchs jahrhundertelang nur hier auf den Gewürzinseln. Aber die Briten knackten Hollands Gewürzmonopol. Sie brachten Setzlinge der Muskatbäume nach Singapur und nach Grenada in der Karibik. Hollands Vorherrschaft war Anfang des 19. Jahrhunderts gebrochen. Ja, sagt Abdullah Lapari, Besitzer des Gästehauses Manhattan. Die Holländer und die Briten zankten sich lange um unsere Insel hier. Manhattan.
Wer machte am Ende das bessere Geschäft? Manhattan blüht, sagt der Chef des Gästehauses. Hier auf Run ist alles nur kaputt. Noch werden Gewürze angebaut auf den Molukkeninseln im Osten Indonesiens. Aber die Zeiten, in denen die holländischen Pfeffersäcke sagenhafte Profite von 50 oder 60.000% einstrichen, sind lange vorbei. Unsere Reisebekanntschaft vom Schiff führt uns in die Gewürzplantagen hoch über der Bucht von Run. Herr Utarahi Idris besitzt hier über 100 Bäume, auf denen Gewürznelken wachsen. Den Namen Nelken verdankt das Gewürz dem holländischen Wort für Nägelchen. Die Ernte geht in die indonesische Industriestadt Surabaya für die gewürzten Kretek-Zigaretten. Ganz gutes Geschäft, sagt er. Cengke heißen die Nelken auf Indonesisch. Und hier oben wächst auch der Schicksalsbaum der Gewürzinseln. Die Einheimischen nennen dessen Frucht Pala, Muskatnuss. Sechs Gewürzinseln haben wir besucht auf den Spuren portugiesischer, holländischer und britischer Abenteurer und Eroberer. Die Europäer kamen nach Asien, weil sie Gewürze wollten. Ohne den Wettlauf zu den Früchten dieser Inseln wäre Südostasiens Geschichte und dessen Kontakt mit Europa sicher anders verlaufen. Ihre welthistorische Bedeutung sieht man den Inseln nicht mehr an. Sie sind arm, aber schön. Abschied von Banda Neira. Die Kelimutu legt ab. Eine Tagesreise liegt noch vor uns nach Ambon. Dort liegt der einzig größere Flughafen der Molukken, der fernen Inseln Indonesiens. Die Anreise hierher ist mühsam, aber sie lohnt sich. Besonders gewinnbringend ist die Aufzucht von Setzlingen der Muskatbäume. Die staatliche Forstverwaltung kauft sie auf für neue Plantagen. Nach der Unabhängigkeit Indonesiens von Holland wurden die privaten Gewürzplantagen verstaatlicht. Nur Pongki van den Broeke konnte nach langen Prozessen den ererbten Besitz für sich sichern. Das Pflanzerhaus hier, sagt er, wurde 1728 gebaut. 1999 hat ein tobender Mob alles niedergebrannt. Ja, 1999 war das Jahr der gewaltsamen Zusammenstöße zwischen Christen und Moslems auf den Molukken. Aber bei mir, sagt er, ging es nicht um Religion. Der Mob war nur neidisch auf unseren Besitz. Hier auf dem Hof haben sie meine Frau und meine Kinder erschlagen, vor meinen Augen. Blutig bis in die Gegenwart ist die Geschichte der Gewürzinseln. Dennoch sagt er, dies ist mein Paradies. My paradise. Yeah. Pongki van den Broekes Mutter war Javanerin. Viele seiner holländischen Vorfahren hatten einheimische Frauen. Aber er ist nach wie vor stolz auf seinen niederländischen Namen. Seine in Kisten verpackten Setzlinge werden in Banda Neira von Agenten aufgekauft und weiter verschifft. Der Export von Muskatsetzlingen brachte einst den wirtschaftlichen Ruin der holländischen Pflanze auf den Banda-Inseln. Später mehr davon.
crossen hier, fahren rüber bis nach Pula Hotta. Guido Weißenfeld aus Gummersbach ist Tauchlehrer auf Bandaneira. Die Bandas sind ein Geheimtipp der internationalen Tauchergemeinde. Sehr gesundes Korallenriff. Seit 2,5 Jahren betreibt der ehemalige Dachdecker aus Deutschland eine Umweltstiftung und eine Tauchschule auf Bandaneira. Wir fahren vorbei am alten holländischen Fort. Was hat Guido Weißenfeld ausgerechnet hierher verschlagen? Ich bin seit vielen Jahren in Asien unterwegs. Wie das Leben so spielt, man kommt von einem Platz zum nächsten und dann irgendwann endet man an einem Platz, den man selber nicht erwartet hätte. Aber es ist eines der letzten Paradiese im Osten Indonesiens. Ich habe mein Einkommen hier, wo man sicherlich nicht reich mit wird. Aber wenn man sich so einen Platz zum Leben aussucht, ist es auch nicht eine Frage von Reichtum, sondern von Lifestyle und ein angenehmer Lebensstil. Zimmer der Menschen. Also gebietet bisweilen die Höflichkeit, sich die Schuhe auszuziehen und dann über die Matten zu steigen. Und permissi zu sagen, entschuldigen Sie, permissi, ja. Die Kelimutu verkehrt regelmäßig zwischen Merauke in West-Papua über die Molukken und Sulawesi nach Surabaya auf Java und zurück. Pro Strecke 14 Häfen, knapp 3000 Seemeilen, 4 Wochen Fahrt. Auf der Brücke erfahren wir, warum das Schiff so voll ist. Normalerweise verkehrt auf der Strecke ein zweites Pelni-Boot, das aber ist gerade im Dock. Ja, lacht Kapitän Tang, wir sind für 1000 Leute ausgelegt, jetzt sind doppelt so viele an Bord. Was sollen wir machen? Die Menschen müssen reisen und es gibt keine Alternative. Aber, sagt er, kein Problem, dies ist ein deutsches Schiff, das kann das ab. Double capacity. Abendessen-Ausgabe in der Bordküche für die 3. Klasse. In den Tickets sind 3 Mahlzeiten pro Tag enthalten. Eine Reise über zum Beispiel 700 Meilen, 3 Tage und 3 Nächte, kostet in der Class Economy umgerechnet rund 20 Euro pro Person. In der Doppelkabine der 1. Klasse zahlt man für die gleiche Strecke umgerechnet 76 Euro samt Verpflegung im komfortableren Restaurant. Wieder geht ein Reisetag zur Neige. Kein einziges Schiff ist uns in den letzten 12 Stunden begegnet. Die Passagiere wirken müde und nachdenklich. Auf dem Achterdeck wird gesungen, fröhlich, aber auch mit einem Schatten von Melancholie. Das Pflanzerhaus hier, sagt er, wurde 1728 gebaut. 1999 hat ein tobender Mob alles niedergebrannt. So this all burnt in 1999 war das Jahr der gewaltsamen Zusammenstöße zwischen Christen und Moslems auf den Molukken. Aber bei mir, sagt er, ging es nicht um Religion. Der Mob war nur neidisch auf unseren Besitz. Hier auf dem Hof haben sie meine Frau und meine Kinder erschlagen, vor meinen Augen. Blutig bis in die Gegenwart ist die Geschichte der Gewürzinseln. Dennoch sagt er, dies ist mein Paradies. My paradise. Yeah.
Monkey van den Brückes Mutter war Javanerin. Viele seiner holländischen Vorfahren hatten einheimische Frauen. Aber er ist nach wie vor stolz auf seinen niederländischen Namen. Seine in Kisten verpackten Setzlinge werden in Bandanera von Agenten aufgekauft und weiter verschifft. Der Export von Muskatsetzlingen brachte einst den wirtschaftlichen Ruin der holländischen Pflanze auf den Banda-Inseln. Später mehr davon. Wir crossen hier, fahren rüber bis nach Pula Hotta. Guido Weißenfeld aus Gummersbach ist Tauchlehrer auf Bandanera. Die Bandas sind ein Geheimtipp der internationalen Tauchergemeinde. Sehr gesundes Korallenriff. Seit 2,5 Jahren betreibt der ehemalige Dachdecker aus Deutschland eine Umweltstiftung und eine Tauchschule auf Bandanera. Wir fahren vorbei am alten holländischen Fort. Was hat Guido Weißenfeld ausgerechnet hierher verschlagen? Ich bin seit vielen Jahren in Asien unterwegs. Wie der Leben so spielt, man kommt von einem Platz zum nächsten. Und irgendwann endet man an einem Platz, den man selber nicht erwartet hätte. Aber es ist eines der letzten Paradiese im Osten Indonesien. Ich habe mein Einkommen hier, wo man sicherlich nicht reich mit wird. Aber wenn man sich so einen Platz zum Leben aussucht, ist es auch nicht eine Frage von Reichtum, sondern von Lifestyle und ein angenehmer Lebensstil. Müllproblem, dass einfach wahnsinnig viel Plastik einfach nur ins Meer geht. Glücklicherweise sind die Riffe hier noch recht verschont dabei, aber sobald man eher in Buchten kommt, wo sich Müll fängt, wird auch da, man sieht einfach, Plastik deckt Korallen ab, die Korallen bleichen aus und sterben. Wir versuchen immer wieder in Schulen zu gehen, Unterricht zu geben und den Leuten zu erklären, wie wichtig es ist, einfach, dass da mehr Sorgfalt gegeben wird. Pulau Hatta heißt die Insel, vor der wir tauchen werden. Hier ist das Wasser klar und die Korallen nahe beim Strand noch gesund. Okay. 400 Jahre nach den europäischen Raubzügen sind die Banda-Inseln heute weit weg von internationalen Interessen, attraktiv durch ihre isolierte Lage tief im Osten Indonesiens. Und? Super. Oh, sehr schön. Oder wunderschön. Der Strand von Pulau Hatta ist nahezu unberührt. Nur ein Dorf gibt es auf der Insel. Fischer leben hier. Die holländischen Kolonialherren nannten das Eiland Rosengain. Aber sonst hatten sie kein Interesse daran, denn hier wuchsen keine Gewürze. Picknick am Strand für unsere Tauchergruppe. Die beiden jungen Schweizer werden hier bleiben für 2 Wochen in diesem sauberen Gästehaus, Ferien in der Tropenidylle. Invasion auf Bandanera.
Studenten der Patimura-Universität der Molukken in Ambon beim Ausflug in die Vergangenheit. Die angehenden Geschichtslehrer stürmen das kleine Museum. Indonesien hat ein riesen Müllproblem, dass einfach wahnsinnig viel Plastik einfach nur ins Meer geht. Glücklicherweise sind die Riffe hier noch recht verschont dabei, aber sobald man eher in Buchten kommt, wo sich Müll fängt, wird auch da, man sieht einfach, Plastik deckt Korallen ab, die Korallen bleichen aus und sterben. Wir versuchen immer wieder in Schulen zu gehen, Unterricht zu geben und den Leuten zu erklären, wie wichtig es ist, einfach, dass da mehr Sorgfalt gegeben wird. Pulau Hatta heißt die Insel, vor der wir tauchen werden. Hier ist das Wasser klar und die Korallen nahe beim Strand noch gesund. Okay. 400 Jahre nach den europäischen Raubzügen sind die Banda-Inseln heute weit weg von internationalen Interessen, attraktiv durch ihre isolierte Lage tief im Osten Indonesiens. Und? Super. Oh, sehr schön. Oder wunderschön. Der Strand von Pulau Hatta ist nahezu unberührt. Nur ein Dorf gibt es auf der Insel. Fischer leben hier. Die holländischen Kolonialherren nannten das Eiland Rosengein. Aber sonst hatten sie kein Interesse daran, denn hier wuchsen keine Gewürze. Picknick am Strand für unsere Tauchergruppe. Die beiden jungen Schweizer werden hier bleiben für 2 Wochen in diesem. Also Indonesien hat ein riesen Müllproblem, dass einfach wahnsinnig viel Plastik einfach nur ins Meer geht. Glücklicherweise sind die Riffe hier noch recht verschont dabei, aber sobald man eher in Buchten kommt, wo sich Müll fängt, wird auch da, man sieht einfach, Plastik deckt Korallen ab, die Korallen bleichen aus und sterben. Wir versuchen immer wieder in Schulen zu gehen, Unterricht zu geben und den Leuten zu erklären, wie wichtig es ist, einfach, dass da mehr Sorgfalt gegeben wird. Pulau Hatta heißt die Insel, vor der wir tauchen werden. Hier ist das Wasser klar und die Korallen nahe beim Strand noch gesund. Okay. 400 Jahre nach den europäischen Raubzügen sind die Banda-Inseln heute weit weg von internationalen Interessen, attraktiv durch ihre isolierte Lage tief im Osten Indonesiens. Thank you.
Und? Super. Oh, sehr schön. Oder wunderschön. Der Strand von Pulau Hatta ist nahezu unberührt. Nur ein Dorf gibt es auf der Insel. Fischer leben hier. Die holländischen Kolonialherren nannten das Eiland Rosengein. Aber sonst hatten sie kein Interesse daran, denn hier wuchsen keine Gewürze. Picknick am Strand für unsere Tauchergruppe. Die beiden jungen Schweizer werden hier bleiben für 2 Wochen in diesem sauberen Gästehaus. Ferien in der Tropenidylle. Invasion auf Bandanera. Schwerer Vertreiben. Am Ende einigten sich die beiden europäischen Mächte auf einen Vertrag. Herr Utarahi Idris war immer Dorfchef auf Run und er kennt die alte Geschichte. Es beginnt zu regnen, wir flüchten in die Kajüte und er erzählt, was er in der Schule einst gelernt hat. Mit einem Vertrag von 1667 bekam Holland Run zugesprochen. Die Briten übernahmen dafür eine Insel aus niederländischem Besitz, Manhattan. War das ein gutes Geschäft für die Holländer? Da kann er nur lachen. Dieses Eiland galt einst als ebenso wertvoll wie die Insel, auf der heute die Wolkenkratzer von New York City stehen. So lukrativ war bis ins 18. Jahrhundert hinein der Gewürzhandel. Heute leben hier ein paar hundert Menschen. Noch werden Muskat und Nelken angebaut, aber nachdem sich die Briten Manhattan gesichert hatten, ruinierten sie geschickt Hollands Gewürzmonopol und damit versanken Run und die anderen Gewürzinseln in wirtschaftliche Bedeutungslosigkeit. Ihre Zeit ging zu Ende. Das Gästehaus Manhattan weckt noch vage Erinnerungen an große Zeiten. In der Küche Muskatnüsse. Die Frucht wuchs jahrhundertelang nur hier auf den Gewürzinseln. Aber die Briten knackten Hollands Gewürzmonopol. Sie brachten Setzlinge der Muskatbäume nach Singapur und nach Grenada in der Karibik. Hollands Vorherrschaft war Anfang des 19. Jahrhunderts gebrochen. Ja, sagt Abdullah Lapari, Besitzer des Gästehauses Manhattan. Die Holländer und die Briten zankten sich lange um unsere Insel hier. Wer machte am Ende das bessere Geschäft? Manhattan blüht, sagt der Chef des Gästehauses. Hier auf Run ist alles nur kaputt. Noch werden Gewürze angebaut auf den Molukkeninseln im Osten Indonesiens. Aber die Zeiten, in denen die holländischen Pfeffersäcke sagenhafte Profite von 50 oder 60.000% einstrichen, sind lange vorbei. Unsere Reisebekanntschaft vom Schiff führt uns in die Gewürzplantagen hoch über der Bucht von Run. Herr Utarahi Idris besitzt hier über 100 Bäume, auf denen Gewürznelken wachsen. Den Namen Nelken verdankt das Gewürz dem holländischen Wort für Nägelchen. Gerechnet hierher verschlagen. Ich bin seit vielen Jahren in Asien unterwegs. Wie der Leben so spielt, man kommt von einem Platz zum nächsten und dann irgendwann endet man an einem Platz, den man selber nicht erwartet hätte. Aber es ist eines der letzten Paradiese im Osten Indonesiens. Ich habe mein Einkommen hier, wo man sicherlich nicht reich mit wird. Aber wenn man sich so einen Platz zum Leben aussucht, ist es auch nicht eine Frage von Reichtum, sondern von Lifestyle und angenehmer Lebensstil. Hat ein riesen Müllproblem, dass einfach wahnsinnig viel Plastik einfach nur ins Meer geht.
Glücklicherweise sind die Riffe hier noch recht verschont dabei, aber sobald man eher in Buchten kommt, wo sich Müll fängt, wird auch da, man sieht einfach Plastikdeckkorallen ab, die Korallen bleichen aus und sterben. Wir versuchen immer wieder in Schulen zu gehen, Unterricht zu geben und den Leuten zu erklären, wie wichtig es ist, einfach, dass da mehr Sorgfalt gegeben wird. Pulau Hatta heißt die Insel, vor der wir tauchen werden. Hier ist das Wasser klar und die Korallen nahe beim Strand noch gesund. Okay. 400 Jahre nach den europäischen Raubzügen sind die Banda-Inseln heute weit weg von internationalen Interessen, attraktiv durch ihre isolierte Lage tief im Osten Indonesiens. Unserer Zeitreise zu den Gewürzinseln im tiefen Osten der indonesischen Inselwelt. Was machte sie einst, wollen wir wissen, zur Quelle unvorstellbarer Reichtümer in Europa? Mandanera, das ist eine verschlafene Kleinstadt mit 6000 Einwohnern. Nur wenige Ausländer verschlägt es hierher. Die Anreise ist unbequem und zeitraubend. Aber dies war einst die lukrativste Überseebesitzung der Niederlande. Die Herrschaft über die Gewürzinseln und den Gewürzhandel war die Triebfeder der europäischen Entdeckungsreisen nach Asien und der Gründung der holländischen Kolonie Indonesien. Über der Stadt thront eine holländische Festung. Und zwischen Kolonialbauten rostet die Büste holländischer Royalty. Aber die Eroberung der Gewürzinseln geschah im Auftrag einer privaten Gesellschaft, der niederländischen Ostindien-Kompanie, und die war nicht zimperlich. Aida Kubangung führt ihren Sohn durch die einst prächtige Wohnsiedlung reicher Holländer zum Museum von Bandanera. Vor einem ziemlich drastischen Gemälde erzählt sie von einem furchtbaren Massaker, das einst die Holländer an ihren Vorfahren verübt haben. 1621 ließ die Ostindische Kompanie 44 Adelige der Banda-Inseln öffentlich köpfen. Japanische Söldner führten das Schwert. Auch die meisten anderen Bewohner der Banda-Inseln wurden getötet oder als Sklaven verkauft. Das sagt sie. Kann ich nicht vergessen, nicht verzeihen. Und für diesen Mann hat sie geradezu Hass. Jan Peterson Cohn, damals Generalgouverneur der Ostindischen Kompanie. Cohn ist seit bald 400 Jahren tot, aber sie hält die Erinnerung wach. Sie unterrichtet Geschichte an der Universität von Ambon. Hier, sagt sie, begann das Zeitalter der Kolonisation, weil die Ausländer unsere Gewürze haben wollten. Holland machte die Banda-Inseln und später ganz Indonesien zu seiner Kolonie, weil es sich das Monopol auf den Handel mit Gewürzen sichern wollte. Holländische Pflanzer bekamen Plantagen zugeteilt. Dafür hatten sie die Gewürze zu Festpreisen an die Ostindische Kompanie zu verkaufen. Wir sind auf der Suche nach dem letzten Nachkommen jener holländischen Pflanzer. Auf der Nachbarinsel Mandabazar soll er leben. Kanari heißt diese mandelartige Nuss. Sie wächst auf oft viele hundert Jahre alten Bäumen, einst von Holländern gepflanzt, als Schattenspender für die Gewürzplantagen.
In der Küche Muskatnüsse. Die Frucht wuchs jahrhundertelang nur hier auf den Gewürzinseln. Aber die Briten knackten Hollands Gewürzmonopol. Sie brachten Setzlinge der Muskatbäume nach Singapur und nach Grenada in der Karibik. Hollands Vorherrschaft war Anfang des 19. Jahrhunderts gebrochen. Ja, sagt Abdullah Lapari, Besitzer des Gästehauses Manhattan. Die Holländer und die Briten zankten sich lange um unsere Insel hier. Wer machte am Ende das bessere Geschäft? Manhattan blüht, sagt der Chef des Gästehauses. Hier auf Run ist alles nur kaputt. Noch werden Gewürze angebaut auf den Molukkeninseln im Osten Indonesiens. Aber die Zeiten, in denen die holländischen Pfeffersäcke sagenhafte Profite von 50 oder 60.000% einstrichen, sind lange vorbei. Unsere Reisebekanntschaft vom Schiff führt uns in die Gewürzplantagen hoch über der Bucht von Run. Herr Utarahi Idris besitzt hier über 100 Bäume, auf denen Gewürznelken wachsen. Den Namen Nelken verdankt das Gewürz dem holländischen Wort für Nägelchen. Die Ernte geht in die indonesische Industriestadt Surabaya für die gewürzten Kretek-Zigaretten. Ganz gutes Geschäft, sagt er. Cengke heißen die Nelken auf Indonesisch. Und hier oben wächst auch der Schicksalsbaum der Gewürzinseln. Die Einheimischen nennen dessen Frucht Pala, Muskatnuss. Sechs Gewürzinseln haben wir besucht auf den Spuren portugiesischer, holländischer und britischer Abenteurer und Eroberer. Die Europäer kamen nach Asien, weil sie Gewürze wollten. Ohne den Wettlauf zu den Früchten dieser Inseln wäre Südostasiens Geschichte und dessen Kontakt mit Europa sicher anders verlaufen. Ihre welthistorische Bedeutung sieht man den Inseln nicht mehr an. Sie sind arm, aber schön. Abschied von Banda Neira. Die Kilimutu legt ab. Eine Tagesreise liegt noch vor uns nach Ambon. Dort liegt der einzig